Alles stand. ASFUCK heißt es. S. Genau das. Ne? Ganz genau so was dachte ich auch. Weil es ist das Naheliegendste, ne? Das ist doch dumm, Digga. Kann ich dich einfach blocken oder so? Warte. Antworten mehr. Person man. Nee, ich will ihn nicht melden. Warum dann? Einfach löschen. Gut ist. Weiß man, so viel Langeweile hat den Leuten da auch noch zu schreiben, ne? Mhm. Erstes OG Kinderschlafsäle, Schlafsäle Haupthalle. Mhm. Ja, Bruder, da wollte ich schon immer hin. Ne? Mhm. Der ist einfach der. Was ist der, Australier? Oder was? Zwei Deutsche und zwei Rekruten. Mhm. Und ich glaube Australier, weil der auch noch so Sterne hat. Auf jeden Fall sieht er aus wie ein Australier. Ich nenne ihn den Charakter jetzt einfach so. Ne? Okay, ich habe eine gute Taktik, die wollen wir uns sichern. Ich baue hier einfach eine Wand ein, genau vor der Arme. Zack. Jetzt kommt da keiner mehr durch. Ich glaube an meinen Plan. Lass uns hier auch noch was. Ja. Die können wir einfach kaputt schießen, ne? Diese Dinger. Schützt eure Bomben vor der Entschärfung durch den Gegner. Wie es aussieht. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Hier irgendwo Gegner? Draußen? Die sind alle draußen. Vier Stück. Guck, da vorne. Siehst du? Auch die Markierung? Hier vorne. Sind die irgendwo. Ne? Dabei. Sehe ich auch rechts, steht sie auch. Über uns war gerade noch einer. Und zwar oberen Stockwerk. War gerade noch hier eine Markierung. Genau jetzt, wo da über dem, wo ich laufe. Ja, hier ist einer. Dabei. Ja, ich glaube, ja, das ist der, den ich auch gerade gesehen habe. Gut so. Na? Hinter mir. Die anderen da, guck mal, wie wir da stehen, und dann schießt er einfach so die Treppe und versucht die auch anzuschießen. Ne? Digga, sie erinnern mich an das eine. Meine Munition ist leer! Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen auf TSP bezogen. Ich habe gesagt, dass der oder die Sniper nicht pieken und deine Teammates pieken einfach so mit der Tür vor. Ne? Alter, drei Kills. Du drei Kills, Bro. Ja. Video den FBI-Typen. Was, what the fuck? Digga, drei Kills, geil, Mann. Du hast fünf Gegner mit MP in dem Meet. Hast gerade einen Erfolg bekommen. Ey, ich hab gerade richtig gut gemacht. Ja. Das ist so geil, das Spiel. Das ist mein neues Lieblingsspiel. Das ist viel besser als Fortnite. Ja, ist auf jeden Fall anders als Fortnite, ne? Digga, das ist so geil. Digga, das ist so geil. Ja. Ich glaube, bei mir Sex Extraction ist so in die gleiche Richtung, aber mit Zombies und so. Okay. Wenn ich richtig denke, dann können wir uns das später vielleicht mal angucken. Fortnite ist mehr so kinderfreundlich, aber die Games. Ja, natürlich, Digga, das Spiel ist ab 16. Was? Ab 16. Achso, ja, das hier ja. Ja, es war aber mal ab 18 früher. Deswegen, ne, hatten wir doch. Ich dachte, dass es ab 18 ist, aber wie gesagt, das wurde ja runtergesetzt. Ne? Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es ab 18 ist, weil früher war es mal ab 18.
Aber weil es jetzt mehr auf diesen Multiplayer-Dings umzusetzt, wurde es dann sogar neu eingestuft. Aber tatsächlich, ich glaube, ich habe jetzt. Mein Aim ist sehr, sehr stark geworden. Also viel besser geworden. Ey, wir haben die, wir haben den deutschen Panzerjäger und die deutsche Polizei dabei. Wären wir gerade so auf. Ja. Ja, guck doch, bei dem steht, bei dem Bandit steht Polizei auf der Jacke. Ne? Ja. Das müssen wir jetzt verteidigen, ne? Na ja, wieder die Bomben verteidigen. Die Bomben eben. Ne? Es wechselt immer in, nach zwei rum. Ne? Ist einmal im Wechsel. Ey, bleib hier. Bleib hier! Dummes Stück Scheiße, du sollst hier bleiben. Gegner haben eine Bombe entdeckt. Ich Angriff bereit. Schrott. Ja? Gute Reise, kleiner Freund. Was macht der da? Es bleiben noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Bombe vom Gegner entdeckt. Ich glaube, ich muss mal gucken, ob er beim PC Ton an ist. Ich glaube, da hinten. Bei dem Laptop ist Ton an. Aber wir wissen wieder, wo die Gegner sind. Ne? Die sind da halt draußen, ne? Wollen wir hingehen? Ja, da draußen sind 3 Gegner. Was meinst du, wollen wir hingehen? Okay, noch 2 übrig. Ist gut. Oh, einer noch. Was ist denn ein los? Gegner verbleibt. Diese Zeichnung einfach, oder? Jo. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Trupp. Ach da. Noch so richtig. Pop, pop, pop. Noch so richtig hinterher geschossen. Das wir haben dauernd Leute das Spiel verlassen. Jetzt sind Gegner auf hier, jetzt halten wir es gewinnen. Das ja. Wo gehen wir hin? Lässt wieder im Zufall entscheiden, ne? Ja. Okay. Dann hoffe ich, dass ich nicht bei dir bin, weil dann schießt mich ja Ebus wieder ab. Und das mag ich nicht. Imagine, nachher bist du allein. Ich gehe so aggressiv rein. Ihr müsst eure Drohne verwenden. Ich muss die Sache ist, entweder werde ich getötet, also außer halt den einen Typen, der ich umgebracht habe, oder halt ich finde halt keiner, ne? Ja gut. Das war's dann für mich. Ich wurde gerade ausgeschaltet. Bin ganz entspannt am Rollen. Ne? Er war Straße, Schrottplatz, Schrottplatz, Straße, zufällig. Ne? 10 Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden. Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe. Ach, guck mal, Polizei ist auch schon da. Okay, hier ist auch schon jemand. Weil mein Teammate wurde direkt erschossen, nachdem er hier reingelaufen ist. Ne? Also bei mir ist irgendwo jemand dran hier. Der Typ wird instant erschossen, nachdem er reingelaufen ist. Na? Hier muss irgendwo noch jemand sein. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Aber was mit diesen Bombe entschärfen und Bombe sichern, das ist ein bisschen an CSGO. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Das ist nämlich auch so. Na? Das ist schon halt. Ja, Rainbow ist natürlich was anderes, aber dieses vom Spielprinzip her mit zwei Teams. Hey, da, on me. Weiß ich nicht, wo du bist. Ich war kurz gerade noch hinter dir. Am Nachladen! Ich bin am besten nicht, wo du hingelaufen bist. Gerade war ich noch hinter dir.
Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Ne? Außer die stürzen sich jetzt irgendwie vom Haus oder so. Ne? Oder sind halt richtig bad. Ich guck mal, ob ich die Form, ob ich die beiden töten kann, bevor sie mich töten. Soll ich noch ein Messer mitnehmen? Da liegen ein paar. Wow. Ich versuche nebenbei Geschehen zu bleiben, also. Oder ist sie? Na, da, nö. Ja, da gehe ich glaube ich nicht rein, das sieht sehr blutig aus. Okay, einfach hochholen, um den Koffer zu aufzählen. Ich versuch's. Ich glaube aber nicht, dass es eine gute Idee ist, weil ich denke mal, wenn die schlau sind, campen die beim Koffer. Bei denen brauche ich halt, um die Bomben noch entschärfen zu können. Ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich für den Koffer hin muss. Aber wo? Nein, natürlich. Ich glaube, hier unten hoch oder so, ne? Der hat hier gerade noch eine Barrikade errichtet. Der hat ja gerade noch seinen Fuß durchgestreckt. Das heißt, ich muss halt reingehen. Ich habe noch 83 Schuss und du sagst Platner. Wir haben eh gleich verloren. Also ist eigentlich. Ja. Natürlich. Natürlich die ganze Zeit. Ne? Ist er nicht zu sehen? Und dann auf einmal. Wenn ich ganz kurz zu sehen bin, dann schießt er rein, ne? Ja, alles gut. Ja. Du musst aggressiv spielen. Dann wirst du auch schnell besser. Ja. Weil diese Defensive, das bringt dir nichts. Nee, weiß ich auch nicht. Wir müssen halt jetzt gewinnen, also alles super. Ne? Mhm. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ist das so zurückzögert. So gut, da möchte ich nicht hingehen, weil da sind zwei Feinde. Und wir sind 5 Sekunden. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Ich hab gerade von hinten erschossen, da angeschossen. Ist der Typ hier. Der Typ hier angeschossen, ist ja wirklich so dumm. Da ich wegen dem fast 40 HP verloren, ne? Das, Alter. Wegen dem habe ich 38 HP verloren. Also ich der Trottel war. Ne? Macht der da einen Spider-Man? Boom! Und jetzt auf einmal, guck mal, guckst du einfach an. Alter, der ist nicht schlecht. Schieß, 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 schieß. Mist. Das wird reichen. Ja, der hat mich, der hat besser eben als ich. Ja, ist gut. Digga, der nimmt gerade das ganze Team aus, ne? Nein, wir haben noch gewonnen. Ja, der Jagger Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. Ja, also deswegen ist er gestorben, ne? Wegen der Bombe. Kann sein. Ja, ist der Bruder, der war der MVP.